Okay, darf ich die Kids mal zu mir bitten und die Mitarbeiter hier nach vorne? Ja, komm ruhig. Okay, ihr könnt ruhig zu mir gucken, dann gucken euch die Wachsen nicht alle an. Nur ich. Aber bevor ihr hochgeht, wollte ich für euch beten und euch segnen. Sowohl die Mitarbeiter als auch die Kids. Und Jesus, wir danken dir für unsere Kids-Zone. Wir danken dir für die Kids, wir danken dir für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir danken dir für die Konfi-Gruppe. Herr, wir beten jetzt wirklich von ganzem Herzen deinen Segen. Segne die Kids, segne die Teenies, segne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und lass sie deine Gegenwart erleben, Herr. Hoffnung, Zuversicht, Freude, all das, was sie benötigen, Herr. Das erbeten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. So, jetzt dürft ihr hochgehen. Wunderbar. Ciao. Bis nachher. Einen wunderschönen guten Morgen allerseits und herzlich willkommen zum CZF-Gottesdienst. Alle CZFler, alle Gäste, schön, dass ihr da seid. Wundert euch nicht, der Lobpreis ist zweigeteilt, weil das Thema des heutigen Tages heißt Herz der Anbetung. Und du brauchst dir jetzt nicht sorgen, dass du denkst, okay, singen wir heute nur zwei Lieder, wo bleibt meine tolle Lobpreiszeit? Nein, die kommt. Aber bevor wir in die Predigt gehen und weitergehen, haben wir noch eine andere Art von Lobpreis. Das wäre die Kollekte. Da gibt es eine Bibelstelle in 2. Korinther 9, Vers 7. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt oder der anbetend gibt oder der mit Freude gibt. Also, wenn du heute spendest oder die Kollekte gibst, mach es mit Freude. Wenn du sagst, ich habe heute keine Freude, dann behalte die 10 Euro für dich. Das ist vielleicht sehr kontraproduktiv von dem leitenden Pastor für die Gemeinde und für die Finanzen. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, ob wir viel Geld oder wir wenig Geld haben, sondern entweder tun wir die Dinge, weil Gott sie möchte, und zwar so, wie Gott sie möchte, in seinem Sinn, gemäß seinem Willen, dann fließt auch Segen. Und deswegen möchte ich dich bitten, dass du im Moment darüber nachdenkst, guckst und sagst, okay Gott, bin ich ein fröhlicher Geber? Gebe ich wirklich gerne? Soll ich geben? Was soll ich geben? Und dann fließt auch der Segen. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir auf dich hören dürfen. Du bist derjenige, der auch unsere Finanzen betreut sozusagen. Wir sind nur Verwalter. Alles gehört dir. Du hast uns erkauft und dafür danken wir dir. Und du sagst uns, Herr, was wir von deinem in dein Reich hinein geben dürfen und das mit einem freudigen, anbetenden Herzen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Okay, darf ich die Helfer bitten, die einmal rumgehen und das fröhliche Opfer einzusammeln. Vielleicht lacht jemand dabei oder singt oder springt. Der andere können auch per EC-Karte geben. Wer gerne via EC-Karte spenden möchte, zu meiner Rechten ist die Rosi am Infopoint. Da kann man auch spenden, wie auch immer es möchtet, mit einem freudigen Herzen. Super. Eine kurze Ansage, bevor dann die Inge dran ist. Auf euren Stühlen seht ihr den Flyer von unserer United-Freizeit. Also der ist jetzt fertig, vom 18. bis 21. Mai 2018, eine große Gemeindefreizeit, wo wir hoffentlich alle zusammen hingehen können. Das haben wir vor 2-3 Jahren gemacht und das war richtig klasse, toll, tolle Gemeinschaft. Viel Geistliches erlebt, Leute sich gegenseitig kennengelernt, das hat der Gemeinde richtig gut getan. Ihr könnt euch da anmelden, könnt den Flyer mitnehmen und dann euch eintragen, das Ganze wieder bei uns abgeben. Okay, soweit und jetzt, Inge, it's your turn. Guten Morgen auch von mir. Morgen. Wir sind ja immer noch in der Predigtserie How Deep Is Your Love? Und How Deep Is Your Love? Wir haben diesen Titel und dieses Thema bewusst zweideutig angelegt, um zum einen dem nachzuspüren, Gott, wie unglaublich tief ist deine Liebe zu uns? Und auf der anderen Seite, wie sieht es mit unserer Liebe zu dir, Gott, aus? Bist du von einer tiefen Liebe zu Gott erfüllt? Und worin drückt sich diese aus? Und ihr habt ja schon mitbekommen, heute ist das Thema Anbetung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt heute, weil Anbetung, das ist echt eins meiner Lieblingsthemen. Und eigentlich, glaube ich, ist es ein Thema, da könnte man viele, viele, viele Sonntage drüber predigen. Und deswegen musste ich irgendwie auch gucken, wo ich mich beschneide und euch nicht zudonnere heute Morgen.
Also Anbetung. Anbetung, was ist das eigentlich, Anbetung? Geht es um Emotionen? Geht es um Gefühle? Ja, auch. Aber nicht ausschließlich und auch nicht in erster Linie. Wir verwenden dieses Wort wirklich häufig in unserem christlichen Sprachgebrauch. Aber wissen wir auch, was es bedeutet? Überleg mal einen ganz kurzen Moment, wie ihr jemanden, der sich mit dem christlichen Glauben kaum auskennt, das Wort Anbetung erklären würdet. Denk mal ganz kurz drüber nach. Und merkt ihr, Anbetung, das ist viel zu komplex, als dass man es mit einem Satz erklären könnte und dass es dann auch noch die andere Person versteht. Gott ist viel, viel zu groß, als dass er mit dem Satz, ich bete dich an, umfassend beschrieben werden könnte. Ich glaube, Anbetung ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Wir Menschen sind so geschaffen, dass wir eine Verbindung zu Gott suchen. Und auch scheint in jedem Menschen der innere Hang, so eine Neigung da zu sein, jemand anbeten zu wollen, jemand, der größer ist als man selbst. Und wenn wir Gott nicht anbeten, dann suchen wir Ersatz. Wir beten Geld an, wir beten Macht an, wir beten andere Menschen an. Sportler, Sänger, Schauspieler, irgendwelche Stars. Wir würden wahrscheinlich nicht sagen, dass wir Menschen anbeten, aber manche Ausdrucksformen der Verehrung, die erinnern schon sehr stark an Anbetung. Denk mal drüber nach, wenn ein berühmter Star in die Stadt kommt und welch ein Rummel da gemacht wird. Teenies, die schon Stunden vorher vor dem Hotel lagern und die ganze Nacht dort übernachten, da wo sein wollen, da wo ihr Star auch ist. Oder beim Fußball, wer kennt ihn nicht? Den Fußballgott. Von wem kam das Arm? Von Gerold? Ja. Dabei hast du doch gestern mit deinem Fußballgott eine Niederlage erlitten. Man muss auch gönnen können. Der Fußballgott liebt alle. Auch alle, ja. Ah ja, genau. Auch die Eintracht. Okay. Dankeschön. Genau, also, wir wollen anbeten. Wir wollen was haben, jemand haben, das wir anbeten können. Und ähnlich ging es auch dem Volk Israel. Sie waren gerade machtvoll von Gott aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden. Und ihr Anführer, der Mose, der kam später als gedacht vom Berg Sinai zurück. Und da fing das Volk schon an, sich allen Familienschmuck, alles Gold und Silber zusammen zu holen. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich daraus ein goldenes Kalb gegossen. Nur um einen Gott zu haben, den sie anbeten können. Und irgendwie scheint das tief in uns drin zu stecken, dass wir zu jemand aufschauen möchten, jemand ehren möchten, der größer ist als wir selbst. Wenn ich über Anbetung für mich nachdenke, dann ist mir sofort eine Bibelstelle präsent, die für mein Leben und auch für meinen Dienst prägend geworden ist. Die steht im Matthäusevangelium und heißt: Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Auf die Frage nach der wichtigsten Sache im Leben eines Gläubigen nennt Jesus die ungeteilte Liebe zu Gott. Mit unserer ganzen Persönlichkeit, mit unserem Willen, mit unserem Verstand und mit unseren Gefühlen sollen wir Gott unsere Liebe zu ihm ausdrücken. Und zwar nicht aus Gehorsam und auch nicht aus Zwang, sondern aus Dankbarkeit für das, was er uns in seiner Liebe und in seiner Gnade geschenkt hat. Und in diesem Zusammenhang nimmt natürlich auch der Lobpreis einen großen, großen Raum ein. Da verehren wir Gott mit Musik, mit Tanz, mit Gebet, mit unserer ganzen Kreativität. Da machen wir ihm Komplimente. Wir bestaunen sein unfassbares Wesen und seine gewaltigen Taten. Und wir machen unser Herz ganz, ganz weit, um Gott unsere Liebe und unsere Verehrung zu bringen. Da legen wir unser ganzes Herz hinein und unsere Sehnsucht, von Gott berührt zu werden und ihm, dem lebendigen Gott, zu begegnen. Und Gott verspricht, dass er da ist. Im Psalm 22, da heißt es: Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes.
Gott verspricht einer, er verspricht seiner Gemeinde ein, ups, jetzt habe ich ihn verlesen. Gott verspricht seine lebendige Gegenwart einem Volk und einer Gemeinde, das ihn ehrt, das ihn lobt und das ihn anbetet. Und die Bibel ist voll mit zahlreichen Versen über Lobpreis und Anbetung. Allein das Buch der Psalmen enthält 150 poetische Hymnen, die uns zeigen, in welchen Situationen, warum und wie man Gott mit Musik und Liedern anbeten kann. Und besonders umfassend geschieht dies im Psalm 150. Ich lese den mal vor, da heißt es: Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in seiner Feste, in der Feste seiner Macht, lobt ihn für seine Taten, lobt ihn in seiner großen Herrlichkeit, lobt ihn mit Posaunen, lobt ihn mit Psalter und Harfen, lobt ihn mit Pauken und Reigen, lobt ihn mit Saiten und Pfeifen, lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Was für ein Lobpreis, was für eine Anbetung. Allein das zu lesen, das bringt mein Herz in Schwingung. Und in der Bibel, da war die Anbetung Gottes der Hauptteil des Gottesdienstes. Weniger die Predigt, wie das bei uns heute ist. Da hat man viel gesungen, man hat Musik gemacht, getanzt, Psalmen gebetet oder gebetet und so auf kreative Weise Gott gepriesen. Die Anbetung Gottes stand für die Gemeinde an erster Stelle, vor allem anderen. Und mit der Anbetung ist es so, für mich persönlich, ist die Anbetung Gottes in meiner persönlichen Zeit, aber auch hier im Gottesdienst, im Lobpreis, ein unverzichtbarer Teil geworden. Diese Zeit, wo ich einfach Gottes Gegenwart genießen kann, wo ich zur Ruhe finden kann oder vielleicht auch ein ermutigendes Wort von ihm bekomme, wo ich ihm meine ganze Liebe zusingen kann, ihm zurufen kann oder einfach nur still und staunend seine Schönheit und seine Herrlichkeit bewundere. Die Art, wie wir anbeten, spielt dabei nicht die entscheidende Rolle, ob du laut singst, leise singst, tanzt, ob du hinkniest. Das sind Hilfsmittel, um in die Anbetung hineinzuwachsen. Worum es geht und was alleine wichtig ist, das ist unsere innere Herzenshaltung. Es gibt also viele Möglichkeiten, Gott anzubeten. Und ein paar von denen möchte ich heute mit euch praktisch zusammen durchgehen. 6 Aspekte der Anbetung. Die folgenden 6 Aspekte, die ich euch mitgebracht habe, können Anregung für dich sein, um stärker in die Gegenwart Gottes hineinzuwachsen. Denn mal ganz klar gesagt, Anbetung ist ja nichts anderes als die persönliche Begegnung mit dem dreieinigen Gott, dem wir uns ganz hingeben und dem wir unsere tiefe, tiefe Liebe schenken. So wie er uns seine Liebe und sein ganzes Leben geschenkt hat. Der erste Aspekt, sich Gott unterwerfen. Die Art, wie wir anbeten, unsere Form der Anbetung, kommt aus dem Alten Testament und hat etwas mit der altorientalischen Kultur zu tun. Die Menschen damals haben ihr Gebet durch unterschiedliche Gebetshaltungen unterstrichen und ausgedrückt. Ein König zum Beispiel, der von seinem Gegner unterworfen worden war und diesen als seinen Herrn anerkannte, bezeugte seine Ergebenheit durch ein Niederfallen vor ihm. Und damit drückte er Wehrlosigkeit, Gewaltverzicht, Demut, Ergebenheit und vollkommene Hingabe aus. Und so war es für die damaligen Menschen auch ganz natürlich, sich vor Gott niederzuwerfen, als Zeichen, dass sie sich ihm alleine unterwerfen. Und diese Haltung zeigt, dass ich ein Mensch völlig Gott hingeben möchte. Gott, du bist mein Ein und Alles. Diese Person liefert sich Gott aus und möchte uneingeschränkt für ihn da sein. Man kann also sagen, Anbetung ist eine Lebenshaltung, die Gott tun lassen will. Gott soll mich führen, wohin er will. Wie wichtig
Gott unsere Anbetung ist, wird schon ziemlich am Anfang der Bibel sehr deutlich, 2. Mose. Und Gott redete all diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Der Gott, der sich uns in der Bibel vorstellt, der lebendige Gott, duldet also, wenn es um Anbetung geht, keinen und nichts neben sich. Er ausschließlich will angebetet werden. So wichtig ist ihm also deine und meine Anbetung, dass er sie keinem anderen Menschen, keinem anderen Gott und keinem anderen Gegenstand gönnt. Wir können also festhalten, Gott legt allerhöchsten Wert auf unsere Anbetung. Als Jesus vom Teufel in der Wüste versucht wurde, da sollte er ihn anbeten und als Gegenleistung alle Reiche der Erde geschenkt bekommen. Und Jesus antwortet ihm ganz klar, Matthäus Evangelium, vor dem Herrn, deinen Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm alleine dienen. Von Jesus können wir lernen, wie wir auch in schwierigen oder Versuchungssituationen überwinden können. Und als Jesus sich anbetend vor Gott unterwarf, da heißt es weiter im nächsten Vers Matthäus Evangelium, da ließ der Teufel von ihm ab und es kamen Engel und dienten ihm. Auch eine Geste, ein Ausdruck dieser Unterwerfung, das ist zum Beispiel, wenn wir im Vater unser beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Anbetung heißt also, ich unterwerfe mich Gott, ich stelle mich Gott völlig zur Verfügung. Sein Wille geschehe in meinem und in deinem Leben. Gott hat das Kommando, er sitzt in der Zentrale meines Lebens und ich unterwerfe mich komplett seiner Regie. Zweitens, Gott verehren. Eine zweite altorientalische Wurzel, das sind die Lobpreissänger der ägyptischen Pharaonen. Sie verehrten die Pharaonen als Göttersöhne und sie hatten die Aufgabe, den Herrscher lobpreisend durch den Tag zu begleiten. Sie schilderten in Liedern seine Vorzüge, seine großen Taten und sie erzeugten dadurch Ehrfurcht im Volk und Respekt bei den politischen Gegnern. Und die Israeliten, die haben sich einige dieser Lobpreissänge zu eigen gemacht und radikal umgedichtet, um den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs anzubeten. Und damit distanzierten sie sich von allen Machtansprüchen irdischer Herrscher und bekannten sich zu dem alleinigen, großen, allmächtigen Gott. In Israel, da ließen sich nicht die Könige anbeten. Der größte König, David, wurde vielmehr zum größten Lobpreissänger Gottes und viele seiner Anbetungslieder sind uns in den Psalmen überliefert. Es gibt so viele Gründe, Gott anzubeten, Gott zu verehren, Gott ehren angesichts der Schöpfung, Psalm 8. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Das heißt, wenn wir anbeten wollen, Gott ehren wollen, dann müssen wir mit offenen Augen durch diese Welt gehen. Mir geht es oft so, wenn ich mit dem Fahrrad an der Nidda entlang radel, die Schönheit der Natur, der Schöpfung in mich aufsauge und einatme, dann wird mein Herz weit und ganz natürlich fließt Anbetung aus mir heraus. Das muss für dich nicht so sein. Für dich sind es vielleicht andere Momente, die dich staunen lassen über Gott und dir, wo Ehre und Lobpreis aus deinem Herzen herauskommt. Gott ehren im Anblick eines anderen Menschen. Psalm 139. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele.
Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Du kennst das vielleicht auch bei jedem neugeborenen Baby. Da kommen wir ins Staunen über dieses Wunderwerk Mensch. Der Mensch, ein Wunderwerk Gottes. Ihr habt das vorhin gesehen, als die Höhns mit der kleinen Anna da waren. Sofort waren ganz viele Leute um sie herum und wollten die Anna bestaunen und anschauen. Und so ist das mit dem Wunderwerk Mensch. Ob ein Mensch mir liegt oder nicht, Gott hat ihn wunderbar gemacht. Ob du dir selbst gefällst oder nicht, ob mein Körper noch funktioniert wie bei einem Jugendlichen oder nicht, das ändert nichts an der Tatsache, jeder Mensch ist ein Geniestreich Gottes. Und dafür will ich ihn ehren, dafür will ich ihn anbeten, gerade auch bei Menschen, mit denen ich mich schwer tue. Anbetung kann hier wahre Wunder vollbringen. Lass uns einen weiteren Aspekt, den dritten Aspekt anschauen, Gott berühren. Die Forscher sind sich darin einig, dass die Grundbedeutung des griechischen Wortes proskyneo, das für Anbetung verwendet wird, küssen bedeutet. Ja, du hörst richtig. Anbetung gleich küssen. Es geht also um eine intime Beziehung. Es geht um eine Liebesbeziehung. In der Anbetung geht es zutiefst um eine gelebte Liebesbeziehung zwischen dem Liebenden und dem Angebeteten. Dem Liebenden ist der Angebetete ein und alles. Er denkt an ihn, Tag und Nacht, sehnt sich nach nichts mehr, als in seiner Gegenwart zu sein. Und wenn sie getrennt sind, dann nagt die Sehnsucht. Wir haben in der Bibel das Hohelied der Liebe, ein Buch, das die innige Liebe zweier Menschen beschreibt. Unglaublich intim, unglaublich zärtlich. Und immer wieder wurde dieses Buch auch als Anbetungsbuch gelesen. Ich lese mal zwei Verse daraus vor. Komm und küss mich immer wieder. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Der Duft deiner Salben betört mich. Dein Name ist wie ein besonderes Parfüm. Nimm mich bei der Hand, schnell, lass uns laufen. Bring mich zu dir nach Hause. Du bist mein König. Ich freue mich über dich. Du bist mein ganzes Glück. Deine Liebe ist kostbarer als der edelste Wein. Und ein paar Verse weiter. Wenn mein König mit mir speist, riecht er den Duft meines Nardenöls. Mein Geliebter ruht an meiner Brust wie ein Säckchen gefüllt mit Myrrhe. Er duftet wie die Blüten des Hennastrauches, der in den Weingärten von Engedi wächst. Vielleicht fällt es dir nicht so leicht, Gott zu sagen, boah, ich liebe dich und ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Aber das Hohelied oder auch unsere Anbetungslieder können uns helfen, in eine solche Liebesbeziehung mit Gott hineinzukommen. Sie können uns helfen, unsere Liebe zu Gott auszusprechen, auch wenn uns die eigenen Worte fehlen oder uns das selbst auch ein bisschen fremd erscheint. Lies mal das Hohelied, das ist wirklich berührend im Herzen und hilft wirklich dafür, Gott unsere Liebe ausdrücken zu können. Ein vierter Aspekt, Gott schauen. Anbetung, soweit sind wir jetzt schon, richtet sich auf den lebendigen Gott aus. Es geht nicht in erster Linie um seine Taten. Wenn es um Taten geht, um sein Handeln geht, dann ist Danken die richtige Antwort. Es geht auch nicht um Hilfe für irgendeinen Bereich unseres Lebens. Hier wäre Bitte und Fürbitte die richtige Antwort. Es geht auch nicht um uns, unsere Einsichten, Klagen, Gedanken, sondern in der Anbetung geht es ausschließlich um die Person Gottes, um seine Majestät und um seine Person. Und dieser Gedanke, der ist mir wirklich wichtig und ich möchte den betonen, denn wir neigen oft dazu, zum Beispiel im Gebet, ganz viel oder ausschließlich über uns zu reden. Wir sagen Gott alles, was uns fehlt, was uns stört, was uns Not macht, was wir uns wünschen. Und wir drehen uns dabei wie in einem Kreisel um uns selbst.
Und natürlich sollen und dürfen wir das. Wir dürfen unsere Bitten, unsere Notlagen und Bedürfnisse vor Gott bringen. Das ist überhaupt keine Frage. Wie Kinder dürfen wir zu Gott kommen und unseren Vater selbst um die allerbanalsten Dinge bitten. Gott fordert uns ja ausdrücklich auch dazu auf. Aber kennst du das, wenn du mit anderen im Gebet zusammen bist und dann sagt vielleicht der Leiter, kommt, lasst uns erstmal eine Zeit nehmen, wo wir Gott anbeten. Und dann passiert es, dass wir sofort mit Bitten und Flehen bei Gott sind. Und schon wieder stehen wir selbst im Mittelpunkt. Es scheint also gar nicht so einfach zu sein, von uns und unseren Bedürfnissen wegzuschauen und Gott einfach nur anzuschauen und anzubeten, als der, der er ist, der von sich selber sagt, ich bin der ich bin. Gott zu bestaunen für sein ehrfurchtgebietendes Wesen, der heilige, unveränderliche Gott. Gott zu bestaunen dafür, wie er ist, treu, gnädig, barmherzig, gerecht, allmächtig, voller Liebe. Gott Komplimente dafür zu machen, wie wunderschön er ist, wie unendlich groß und mächtig er ist. Und genau darum geht es, dass wir Gott anschauen, dass wir seine Eigenschaften bewundern, uns daran erfreuen, wie wunderbar er ist. Eben wie ein Verliebter oder wie eine Verliebte, die sich nicht satt sehen können aneinander. In der Anbetung geht es ausschließlich und allein um Gott. Alles andere verblasst daneben. Und alles, was wir darüber wissen wollen, wie Gott ist, das finden wir in der Bibel. Und insbesondere in dem Psalm im Alten Testament und in der Offenbarung im Neuen Testament. Und natürlich auch in dem, wie Jesus uns das liebevolle Wesen des Vaters gezeigt hat und gelebt hat. Überall in der Bibel wird Gottes Wesen in immer wieder neuen Wendungen gepriesen und gelobt. Ihm werden die allerhöchsten Werte und Eigenschaften wie Ewigkeit, Allmacht, Ehre, Gerechtigkeit, Weisheit, Heiligkeit, Kraft zugesprochen. Und auf diese Weise versuchten die frommen Israeliten damals stammelnd zu bekennen, wer Gott ist. Und gleichzeitig bestaunten sie im Lobpreis sein Wesen. Und oft geschieht das in Form von kurzen Sätzen oder Jubelrufen wie Gott, du bist würdig, Heil, Halleluja, Amen. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir einzig und alleine nur Gott anschauen? Alle Bitten, aller Kummer, alle Not, alle Sorgen, sie kommen zur Ruhe. Wenn wir in Gottes Herz eintauchen, dann findet unser Herz Ruhe bei Gott. Und mir persönlich helfen die Psalmen sehr, Gottes Wesen noch tiefer kennenzulernen. Manchmal bewege ich einzelne Charaktereigenschaften Gottes durch den Tag hindurch, in meinen Gedanken und in meinen Gebeten. So ein Psalm ist zum Beispiel, Herr, bis in den Himmel reicht deine Güte, bis zu den Wolken deine Treue. Deine Gerechtigkeit ist wie die Gottesberge. Menschen und Tieren hilfst du, Herr. Wie kostbar ist deine Güte. Götter und Menschen suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Und mit so einem Gedanken, bei dir ist die Quelle des Lebens, kann ich dann durch den ganzen Tag gehen und immer wieder darauf zurückkommen. Oder wenn mein Herz unruhig ist, aufgewühlt, gestresst, wenn ich mich gaga fühle, dann füttere ich mich mit Gedanken aus dem Psalm. Und einer ist mir besonders wichtig geworden. Sei stille vor dem Herrn und harre auf ihn. Stille werden vor Gott und auf Gott warten. Die Anbetung kann also so manche dunkle Gedanken vertreiben. Das, was dich vielleicht zermürbt, zerstreuen, Verzweiflung in Hoffnung verwandeln und dir Mut machen, einem Gott zu vertrauen, der mächtig ist und Kraft gibt, schwierige Situationen zu überwinden und durchzustehen. Die Bibel hat viele unglaublich starke Zeugnisse darüber, was passieren kann, wenn Menschen Gott in Notsituationen anbeten. Josaphat und die Israeliten besiegten das gewaltige Heer der Moabiter und Ammoniter alleine, weil sie Gott angebetet haben.
In der Geschichte von Jonas wird erzählt, dass er im Buch des Fisches was getan hat? Was hat er getan? Seid ihr da? Ja. Okay, was hat Jonas getan? Weiß es jemand? Er hat angebetet, genau. Er hat angebetet und wurde aus seiner misslichen Lage befreit. Paulus und Silas, Apostelgeschichte, sind gefesselt im Gefängnis und sie fangen an, Gott zu loben, zu preisen und anzubeten. Die Fesseln lösen sich und sie sind frei. Und eines der bewegendsten Beispiele unserer Zeit, das ist für mich persönlich die Entstehung eines älteren Lobpreisliedes. Es heißt, erzählt von der Größe Gottes unseres Herrn. Und dieses Lied ist entstanden um 1979. Ein amerikanisches Ehepaar, das zu J-Mem gehörte, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß, hat auf sehr, sehr tragische Weise sein Kind verloren. Und ich denke, alle Eltern, die hier sitzen, können in etwa nachempfinden, was das bedeutet. Und im Zustand tiefster Verzweiflung, tiefster Trauer, tiefster Not, haben sie ihren Blick bewusst auf Gott hinausgerichtet. Und entstanden ist dieses eine Lied. Erzählt von der Größe Gottes unseres Herrn. Er ist vollkommen in allem, was er tut. Erzählt von der Größe Gottes unseres Herrn. Er ist vollkommen in allem, was er tut. Ein Gott, der Treue hält, er ist ganz ohne Falsch. Gerecht und heilig ist er. Ein Gott, tiefsten Schmerz, Gott so anzubeten und an Gottes Größe festzuhalten, an seiner Treue, an seiner Gerechtigkeit, an seiner Heiligkeit. Da finde ich wirklich fast keine Worte mehr dafür. Ein weiterer Aspekt zum Thema Anbetung, fünftens, mit Gott eins werden. Die Anbetung hilft uns, mit Gott eins zu werden. Habt ihr schon mal ältere Ehepaare beobachtet, die unzählige positive Begegnungen und gemeinsame Stunden liebevoller Nähe und Zärtlichkeit miteinander erlebt haben? Sie sind sich ähnlich geworden. Und nicht nur irgendwie äußerlich, das allein ist schon verwunderlich, sondern auch in ihrem Charakter und in dem, wie und welche Dinge sie tun. Das können wir auch in der Anbetung beobachten. Was oder wen wir anbeten, das schlägt sich in unserem Wesen und in unserem Charakter nieder. In der Anbetung werden wir eins mit dem lebendigen Gott. Es ist seine Gegenwart, die uns erfüllt. Und wir werden ihm immer ähnlicher, stimmen immer mehr mit ihm und mit seinem Wesen überein. Warum das so ist? In der Anbetung geschieht eine Kommunikation, die in zwei Richtungen geht. Zum einen von uns zu Gott hin und dann von Gott zu uns. Und wenn wir uns Gott zuwenden, dann kann er tief, tief in uns hineinwirken, in unser Herz, in unsere Gefühle, in unseren Verstand, in unseren Willen und in unseren Charakter. Genauso wie es im 2. Korintherbrief beschrieben ist. Deshalb schauen wir alle die Herrlichkeit des Herrn mit aufgedecktem Gesicht an. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und werden so verwandelt. No. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und werden so seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Gott anzubeten und mit ihm eins zu werden, das hat eine verändernde Kraft, die unsere Einstellungen, unsere Absichten
und Pläne verändert. Und je mehr wir Gottes Wesen bestaunen, desto mehr färbt es positiv auf unser eigenes Leben ab. Je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, desto mehr werden wir durch ihn geprägt und verändert. Wird sein Denken unsere Gedanken leiten, wird seine Sicht der Dinge unsere Sicht der Dinge. Und das geschieht ganz natürlich in der Gegenwart, in der Begegnung, indem wir Gott anschauen. Wir können Gott auf ganz unterschiedliche Art und in unterschiedlicher Form anbeten. Aber kein Christ kann auf Anbetung an sich verzichten. Da geht es nicht um einen bestimmten Frömmigkeitsstil oder eine Frömmigkeitsform für einige Leute, die gefühlsmäßig besonders leicht ansprechbar sind, sondern Anbetung ist ein zentraler Ausdruck des christlichen Glaubens. Sechstens, mit dem Nächsten eins werden. Ich möchte noch mal einen Punkt hervorheben, der mir besonders auch wichtig ist. Anbetung ist eine Lebenshaltung. Es ist an der einen oder anderen Stelle schon durchgeklungen, Anbetung hat durch und durch auch etwas mit unserem persönlichen Leben zu tun. Da gibt es noch eine größere Dimension zu entdecken. Paulus schreibt im Römerbrief, Römer 12, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Das heißt, unser ganzes Leben, alles, was wir tun, soll Gottesdienst, soll Anbetung Gottes sein. Wir können also Gott sogar dadurch anbeten, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Mal ein paar Schlaglichter aus dem Römerbrief, das ist sehr lange und ihr könnt euch das mal durchlesen, was es bedeutet, ein lebendiges Opfer, ein Leben als Gottesdienst, als Anbetung zu feiern. Mal ein paar Schlaglichter. Da heißt es, kümmert euch um die Notleidenden, verabscheut das Böse, haltet am Guten fest, übertrefft euch in gegenseitigem Respekt und in Liebe, bleibt standhaft in Bedrängnis, seid treu im Gebet, bemüht euch um Gastfreundschaft, segnet eure Verfolger, wünscht ihnen Gutes und verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen, vergelt niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Und soweit es irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Die Anbetung Gottes kann sich also auch im ganz handfesten Umgang mit unseren Freunden, Kollegen oder innerhalb der Gemeinde hier ausdrücken. Anbetung geschieht im Hier und Jetzt, heute, hier in der Gemeinde, im Lobpreis, in deinem Alltag, in der Begegnung mit Gott oder in der Begegnung mit anderen Menschen. Und ein letzter Gedanke. Anbetung hat Ewigkeitscharakter. Vieles wird vergehen. Selbst die wunderbarsten und größten und tollsten Gemeinden werden vergehen. Aber die Anbetung Gottes bleibt in alle Ewigkeit. Und ich möchte abschließen mit einem Text aus der Offenbarung. Offenbarung 4. Und eine jede der vier Gestalten hatte 6 Flügel. Und sie waren außen und innen voller Augen. Und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen, Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen
und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Amen. Ich bete noch mal kurz für uns und wer, was immer dich berührt hat an dem, an der Predigt, ob das Gott schauen, das Gott ehren, sich vor Gott niederwerfen, mit Gott eins werden, mit dem Nächsten eins werden, komm mit mir rein ins Gebet und lass uns gemeinsam vor Gott stehen. Gott, ich möchte dir erstmal wirklich dafür danken, dass du uns Menschen so geschaffen hast, dass wir nach deiner Nähe, nach einer Verbindung zu dir suchen, dass wir dich, Gott, sehen wollen, dass wir dich, Gott, ehren wollen, dass wir dich, Gott, anbeten wollen, Herr. Ob wir es wahrnehmen oder nicht, Herr, aber du hast diese Sehnsucht tief in uns verankert. Und Gott, ich möchte wirklich bitten für uns, für jeden Einzelnen und für uns als Gemeinde, Herr, dass wir das werden, so wie es in deinem Wort beschrieben ist, Herr, dass wir Anbeter werden im Geist und in der Wahrheit, Herr, dass wir Anbeter werden deiner Majestät, Herr. Herr, dass du, Geist Gottes, uns hilfst, dass wir wegschauen können, da wir so oft um uns selbst uns herumdrehen, Herr, dass wir wegschauen können von uns und unsere Augen richten auf dich hin, du großer Gott. Gott, wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst, Heiliger Geist. Ich danke dir, Herr, dass du uns den Heiligen Geist an die Seite gestellt hast, dass du, Heiliger Geist, uns immer wieder hilfst, dass wir Jesus sehen können, Herr. Aus uns alleine können wir nicht anbeten, Herr. Und deswegen unterwerfen wir uns dir auch, Herr, und sagen, komm du und hilf uns anzubeten, Herr. Heiliger Geist, salbe unsere Augen, damit wir Gott sehen können, damit wir Gott anschauen können. Herr, salbe unser Herz, damit unser Herz dir Lobpreis, Verehrung, Anbetung bringen kann, Herr. Herr, und ich möchte auch bitten, dass auch für all diejenigen, deren Herz vielleicht heute schwer ist und für die es gar nicht so leicht ist, den Blick auf dich zu lenken und dich anzubeten und dir Ehre zu bringen, auch in Kummer und Not oder schwierigen Situationen, Herr. Herr, dass du auch da hilfst, dass wir unsere Herzen aufmachen können, Herr, dass wir einen Schritt raustreten aus unserer Not und wirklich unserer Sehnsucht geben, dir begegnen zu wollen, Herr. Herr, und es gibt wirklich nichts Größeres, als dich anzubeten. Das ist der erste und einzige Grund, warum du uns geschaffen hast, Herr, damit wir Zeit miteinander verbringen können, dass du Zeit mit uns hast, dass wir Gemeinschaft mit dir haben, Herr, dass wir in dein Herz eintauchen können und dass du in unser Herz eintauchen kannst. Allmächtiger, großer Gott, dir geben wir alle Ehre, dich beten wir an, Herr. Herr, nur alleine vor dir beugen wir unsere Knie, denn du bist es würdig, angebetet zu werden. Amen. Wir haben jetzt noch eine Zeit des Lobpreises und nimm dir diese Zeit, um Gott wirklich aus tiefstem Herzen und mit deiner ganzen Seele, deinem Verstand und deinem Willen anzubeten. Gott freut sich über unsere Anbetung. Er liebt es, wenn wir ihn anbeten. Denn dazu sind wir geschaffen, Gott anzubeten. Und Gott verspricht, ja, wenn ihr anbetet, dann bin ich da. Und du hast alle Freiheit im Lobpreis. Du kannst tanzen an deinem Platz oder hier vorne. Du kannst Gott zujubeln. Du kannst dich niederwerfen. Du kannst dich niederknien. Was immer in deinem Herzen ist, tu es. Achte nicht auf deinen Nebenmann oder deine Nebenfrau. Das ist ganz unwichtig, sondern es geht wirklich alleine um Gott. Oder wenn du einfach nur still da sitzen möchtest und Gott anschauen möchtest, auch dazu hast du alle Freiheit. Und wenn du einen Impuls hast, ein Bibelwort oder ein ermutigendes Wort, was Gott dir gibt für die Gemeinde, dann komm einfach nach vorne, komm zu Raphael, sag's ihm und dann prüft Raphael das. Aber trau dich. Gott hat uns eine unglaublich große Freiheit geschenkt und es ist an uns, diese Freiheit zu nehmen und sie wirklich auch auszuleben. Und jetzt im Lobpreis. Amen. Amen.
neues Lied mitgebracht. Ich tauche ein, ist die Übersetzung von Sinking Deep. Wer es kennt, singt, darf natürlich gerne mitsingen. Wenn ich hier vor dir
ist so einfach, das zu tun, wenn es uns gut geht und wenn alles im Grünen ist, ja. Und aber ich glaube, es sind ein paar Menschen hier, die in der Situation sind, dass sie sagen, ich kann das irgendwie alles so gar nicht gerade. Und es fällt mir unglaublich schwer, Gott anzubeten. Und es fällt mir schwer, in dieser Situation oder in der Lebenssituation, in der ich mich befinde. Und ich möchte euch ermutigen und ich glaube, dass Jesus euch erinnern möchte da mit dem Gedanken, den ich euch jetzt mitgebe. Jesus war in der Begegnung kurz vor seiner Kreuzigung mit dem Simon, hieß er damals noch, und er wurde dann nachher Petrus genannt. Und er hatte wirklich ein Problem damit, sich zu Jesus zu stellen, obwohl er das, glaube ich, in seinem tiefsten Herzen wollte. Und dann hat Jesus zu ihm gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und ich glaube, dass Jesus das genauso heute auch noch tut, für jeden von uns, für dich und für mich. Und das Einzige, was wir ihm bringen können und manchmal auch nur bringen brauchen, ist dieses innere Vertrauen, diese Entscheidung, von der Raphael letzten Sonntag in der Predigt gesprochen hat. Zu sagen, auch wenn ich nicht weiß, wie es geht, auch wenn ich keine Worte mehr habe, auch wenn ich nichts anderes mehr habe, als nur noch diese kleine innere Entscheidung, ich vertraue dir mein Leben an, dann ist Jesus bei seinem Wort und sagt, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Und welchen besseren Fürbitter könnten wir haben als den lebendigen Sohn Gottes selbst? Jesus, und dafür sagen wir dir Dank, dass du immer an unserer Seite bist. Du gehst mit uns über Höhen, du bringst uns auf Höhen und du bist auch bei uns, wenn wir durch die tiefsten Tiefen hindurchgehen. Du bist an unserer Seite. Und ja, Herr, ich bete, dass unser Glaube nicht aufhört. Und du betest und du achtest auch darauf, dass unser Glaube nicht aufhört. Und dafür danken wir dir. Ein Beispiel. Ihr wisst ja, dass gerade der Hurricane unterwegs ist. Kommst du? Du, ja. Dass der Hurricane unterwegs ist und richtig großen Schaden anrichtet. Und der Mike kam gerade zu mir, und weil auch Teil seiner Familie gerade noch dort vor Ort ist, dass wir beten. Und ich habe gedacht, das kann der Mike sicher besser selber. Nein, das habe ich jetzt gesagt. Also, aber erzähl mal. Ja, genau, meine Familie väterlicherseits, die kommt aus Savannah, und der Hurricane wird heute Nachmittag dort eintreffen. Der größte Teil meiner Familie ist evakuiert worden, aber mein Vater und mein Onkel, die sind im Staatsdienst, die müssen dort bleiben vor Ort. Mein Vater ist im Staatsgefängnis und mein Onkel ist halt Polizist. Und ich würde gerne für meine Familie beten, dass es denen gut geht. Und alle anderen auch. Genau, alle anderen natürlich auch. Dass der Schaden nicht so groß wird und ja. Okay, pray. Dieser Spray. So wie du beten möchtest. Geht das? Okay, ja, soll ich halten? Nee, ich halte schon. Okay. Du passt schon. So wie du magst. Okay, ich versuch's mal. Ja, genau, okay. Sonst helfe ich ihn. Geht schon. Lieber Gott, himmlischer Vater, ich bete für meine Familie und alle anderen in dem Staat Georgia und Florida. Ich bitte, dass du auf sie aufgibst, dass du auf sie Acht gibst, dass sie gesund und munter den Hurricane überstehen, dass sie danach wieder in ihr Zuhause können, und ist mir ganz, ganz wichtig. In Jesus Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Geht doch. Gut. Yes, Lord. Danke. Okay. Ich möchte all diejenigen begrüßen, die zum ersten Mal in einem CZF-Gottesdienst sind. Vielleicht ist jemand da, der zum allerersten Mal da ist. Vor euch habe ich jemanden zumindest selber begrüßt, also weiß, dass zumindest eine Person schon mal da ist. Und wenn du da bist und gerne ein Geschenk haben möchtest, so eine kleine Welcome-Tüte, dann darfst du die Hand heben. Also wer zum allerersten Mal da ist, darf ruhig winken. Genau, super, mutig. Genau, die Dame weiß jetzt, hier ist noch jemand da, der zum allerersten Mal da ist. Super. Ja, herzlich willkommen, schön. Super. Wir haben draußen im Foyer eine Welcome-Bar, da gibt es einen Cocktail. Da darfst du auch einen Welcome-Cocktail trinken. Du kannst uns ein Feedback geben. In dieser Tüte ist eine Connect-Card drin. Und da kann man uns ein Feedback geben, wie gut der Gottesdienst war, was nicht so gut war. Kannst du auch in der Welcome-Bar abgeben, und dann kriegst du noch einen USB-Stick von uns. Das sei auf jeden Fall. So, was habe ich noch? Genau, wir haben auch gegenüber von der Welcome-Bar, habt ihr gesehen, ist ein neuer Infostand, der heißt Gemeindeleben. Also für alle, die relativ neu sind und wissen wollen, wie ist das Gemeindeleben des CZF? Also was haben wir über die Twents, über die Jugend, über die Kids, Kleingruppen, was auch immer es ist, kannst du dich an diesen Infopoint wenden und kannst du Fragen stellen und vielleicht andere Informationen auch kriegen. Also herzliche Einladung auch dazu. Nach dem Gottesdienst
Direkt im Anschluss sind wir als Gemeindeleitung da und bieten ein Segnungs- und Heilungsgebet an für alle, die gebeten möchten, die Heilung benötigen, die Segen benötigen. Wir sind dort und beten direkt im Anschluss des Gottesdienstes für dich. So, letzte Woche war ja relativ viele Probleme, weil so ein kleines Bömmchen irgendwie entdeckt wurde und nicht jeder konnte zum Gottesdienst kommen. Aber ich weiß, dass am 2.9. jemand Geburtstag hatte. Und diese Person konnten wir natürlich nicht in dem Gottesdienst gratulieren und nicht sagen, Urka, das mache ich jetzt aber hier, Schaka, nicht sagen, dass wir es toll finden, dass jemand in unserer Gemeinde ist. Und ich hole sie jetzt nicht nach vorne, weil das könnte für sie nicht so leicht sein, weil ich gehe zu dieser Person. Weil die nämlich 80 Jahre alt geworden ist am 2.9. 80 wunderbare junge Jahre. Und das ist die Doris Thomascheid. Nochmal, alles Gute, ganz viel Segen dir. Gut, ist auch gut. Ja, so. Geht es gut? Ja, mir geht's besser. So, und das ist für dich. Du hältst es mal so aus, damit es nicht so tropft. Das ist das Blümchen. Und alles Gute und noch weitere 80 Jahre für dich wünschen wir dir von Herzen. So. Und ich weiß, dass noch jemand heute Geburtstag hat. Normalerweise gratulieren wir ab einem gewissen Alter alles, was 70, 75 plus ist. Aber der Franz hat heute auch Geburtstag. Nein, der will nicht, aber er hat trotzdem Geburtstag. Du kannst dich daran erinnern, du hast Geburtstag heute. Du kannst noch so viel schütteln, das ändert nichts daran, dass du heute Geburtstag hast. Nein, du bist doch keine 70, das weiß ich, glaube ich. Ich glaube, du hast noch eine 6 davor, richtig? Nein? Bitte? Nee, sag ich ja, du hast noch eine 6 davor. Das ist okay, okay. Aber dann kriegst du, wenn du in die Region kommst, kriegst du auch was ganz Großes. Dann ist das so. Passt schon. Und noch ein ganz lieben Gruß von Eugen Würsling, für den wir vor einiger Zeit gebetet haben, der an der Prostata operiert werden muss, weil er Prostatakrebs hatte. Und der ist jetzt in der Reha in Bad Wildungen. Bad Wildungen. Genau. Dem geht's da richtig gut. Dem geht es richtig gut, es ist in der Reha, es ist alles soweit im Guten entfernt worden, soweit man das sehen kann. Also es geht ihm also richtig gut und er lässt sich grüßen und freut sich, dass wir für ihn gebetet haben. Das nochmal zu eurer Information. Okay, gut, that's it. Dann darf ich euch beten, aufzustehen für unser Abschlusslied. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen einen ganz, ganz gesegneten Restsonntag, eine tolle Woche. Und denkt dran, Herz der Anbetung, er ist die Nummer 1, auch in der kommenden Woche. Amen und Shalom. Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Den Geist empfange, kam Christus in die Welt. Jesus, mein Retter. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den drei einen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach.
Kirche unseres Herrn. Ja, ich glaube an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Schönen Sonntag.